Hallo, meine Freunde, damit herzlich willkommen einmal wieder zurück zu LS17 Hopfach mit den Kater Ruhl, hallo. Mit den Erna, hallo. Und auch mit den Ansgar. Hallo. Hallo. Zu spät. Hast du nur einen Finger in der Nase oder was war das gerade? Ja. Nee, ich habe gerade was entdeckt, aber das. Ich habe Geld dran geschafft, Jungs. Ne? Lass ich mal. Das so. Letzte Mal. Ja, ja, das ist vielleicht lustig, wenn man es. Muss auch ganz schön edel sein. Das ist. Hast du Hanf wieder angebaut oder was? Das auch. Das könnte ich ja verkaufen. Dann können wir. Ah nee, was hast du jetzt verkauft? Den Roder-Aufsatz. Also den Krautschläger für die Rüben. So ist es. Da hat nur noch einen zu viel, habe ich mal, ne? Du Cash mal gemacht. Gegessen, ja. So, jetzt können wir. Ich brauche einen Radar da. Ja, ich stecke übrigens immer noch fest. Also, wenn ihr irgendwie spannende Sachen sehen wollt, guckt bei den anderen. Bei mir guckt ihr eh keiner mehr. Alle verfügbaren Kräfte bitte an die Kunst. Oh, das ist schon mal schief gegangen. Was zum Kunst war? Ja, je nachdem, wir haben so viel können, zu machen, wenn wir nur drei haben. Ja, ich hab da vollstes Vertrauen in euch. Ach komm. So ist solche Formulierung wohl selber nicht. Okay, das geht nicht. Schade. Oder? Doch. Oh, ich bin wenigstens vom Zaun weg. Also es besteht noch Hoffnung, dass es noch diese Staffel da funktioniert. Wieder? Das möchte ich mir jetzt, glaube ich, doch nochmal schnell anschauen. Mal kurz ja, komm zu mir Ding. Und lerne, wie man das behebt, wenn man sich in so einen Schlamassel reinfährt. Von dir lerne ich. Sonst müssen gerne. Wir das für dich ja immer machen. Also, komm halt vorbei, sobald du gelernt hast, die Karte zu lesen. Ja, ja, ich komm vorbei. Bin doch mal. Ach! Du fertig mit Dinger streuen? Weiß nicht, wir wollen jetzt gerade den Tollpatsch angucken. Ah, okay. Ganz hinten links. Alles klar, danke. Aber ist das mit zu doof. Der Tollpatsch. Geht auch nur ab und zu. Du hast dich aber auch wirklich ins letzte Eck verkrochen. Man strampelt ja ewig, bis man da ist. So. 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 Ah, da ist er ja. Könnte mal ein bisschen rauslotsen. Vielleicht einer hinten, einer vorne und dann. Also ich stand eben, weil ich mit dem, jetzt nur zur Information, warum es hier so spannend war. Ich stand eben mit dem Trecker hinten in dem Stall drin und bin dieses Stück zurückgefahren. Also wenn ihr das sehen wollt, gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Garderol heißt der, kennt vielleicht einige von euch gar nicht mehr. Da gibt's Simulator. Was? Geh mal weg! Gehst du weg? Gehst du weg, du altes! Ich lotse du weg. Nur. Ich lotse ja. Nur. Ach, CNN ist auch da. Klasse. CNN ist auch am Start. Macht ihr euch jetzt auch noch lustig, sag ich schon. Nützlich oder. Nee, ich hätte gelotst jetzt, aber war ja nicht mehr nötig. Wo ist denn der Werner jetzt überhaupt? Wo ist denn diese Station? Was ist denn da vorne los? Sandsturm? Werner, wo ist denn der? Ja, ich fahr da gerade hin. Wo bist denn du? Am Hof. Ja. Danke. Genau auf der anderen Seite, wo du festgesteckt hast. Da, wo ich drüber schwebe. Momentchen, was ist denn hier los? Da ist gerade was drüber geflogen. Ja, das bin ich. Ich muss ja gerade das Ding wieder landen. Die haben ja nichts zu tun. Werner, ich sehe das wann wohl. Reden wir wegen einem gemeinsamen Projekt? Das ist ja nichts so ja, mach hier. Mal dann. Irgendwann mal. Ja. Da muss aber viel Geld das ist echt anstrengend. Was? Oh, so zeigt sich, der Herr Garderol zeigt sich wieder mal von seiner sympathischsten Seite. Ich hab das übrigens so. Jetzt mal überdacht, ne? So der Herr Wagner von den Münchner Bayern. Das war auch der hat sich ja jetzt auch so ein bisschen. Und ich meine ja immer, dass ein konsequentes, geradliniges Auftreten bei YouTube, ohne in irgendwelche Dinge zu verfallen, immer noch der beste Weg ist. Oh. Wenn ich aber jetzt bei ihm sehe, wie schmal der Grat ist zwischen das immer propagieren und tun und wie das auch wahrgenommen werden kann. Wenn ich aus dem Projekt rausgeschmissen werde, dann werde ich irgendwann sagen, ich trete zurück vom Projekt. Und du wirst dich nie wieder für ein Projekt nominieren lassen. So. Werner, wo bist denn du jetzt? Ich habe gerade die Tür hinter mir zugemacht. Ich wollte deine sein, warte. Oh, im Kuhstall. Du kannst auch in den Radler da einsteigen, wenn du möchtest. Das erklärst du jetzt aber. Ja, steige in den Radler da ein. Auf der. Ja, wenn der nicht besetzt. Ah, da ist jetzt. Randy's gerade drin, ja. Jetzt hast du gefunden. So, jetzt guck ich mal, wo ich bin. Huch.
Zwischen den zwei letzten Stellen, glaube ich. Und gegenüber ist dann die Strohpelletproduktion. Ah ja, und ich habe jetzt Silage, also... Nee, das ist nicht zwischen den beiden. Das ist ja hier ganz... Da bin ich ja schon wieder dran vorbei. Alter, ist das ein Stress hier. Da will man einmal entspannt LS spielen und dann... Wir hatten auch mal einen fünften Mitspieler, aber der ist irgendwie verloren gegangen. Der hat die Map angeguckt und nie mehr gesehen. Genau, ja, der hat sich dann ausgelockt und dann wurde gefragt in den Kommentaren, wer das war. Ja. Okay, wir können das Zeug hier aber auch mit Anhänger ranschaffen, habe ich gerade festgestellt. Ja, ich komme mal vorbei. Es ist ja zwischen den beiden letzten Stellen, ne? Ja, irgendwo da. Aber wie kann man ja auf die Idee kommen, in einen Stall sowas reinzubauen, in den anderen dann was an? Ja. Kreativität. Und also wir brauchen. Gefragt. Nächste Frage. Wofür brauchen wir vier. Was? Nochmal einen Schluck Wasser hier. Mit einem Fass. Um deine Frage vorwegzunehmen, da das eine große Karte ist, spielt man die vielleicht 4, 5, 6, 6. Ja, aber dann könnte man. Aber dann kann man ja auch 15 Höfe machen mit einem Stall und nicht einen Hof mit vier Stellen. Nörgel. Das kann man machen, dann nur kann man auch am sein Jammern, lassen. Weißt du? Also, nee. Jetzt bin ich mit einem falschen. Werner ist jetzt rechts von. Bist du noch da? Das würde ich so nicht unterschreiben. Ja. So. Dann muss ich noch mal eins weiter. Ist aber auch sehr, sehr gut gemacht hier, muss man sagen. Ah! Nur am Meckern. Was? Brunftschrei war das. Das zusammen mit dem Ton von Renny von vor zwei Folgen? Dann Das sind die Facen Remixer unter euch bitte ans Werk. Ist ja so, Karol, so. Du willst mir jetzt nicht sagen, dass du jetzt mit dem. Muss ich damit jetzt rückwärts da rein oder was? Fangen wir langsam an. Was hast du mit? Silage. Gut, wir sind hier bei einer Heupellet-Produktion. Ach so, du zeigst mir also jetzt die Heupellet-Produktion. Wo ist die für die Silage? Haben wir nicht. Ich würde an der Stelle nochmal beantragen, das in den Garderoll machen. Und zu nehmen. Ich lass nur. Ich rede die ganze Zeit von einer Stroh- und Heupellet-Produktion. Da fährt er von dannen. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Wann reden wir über das neue Projekt? Rage Quit. Welches Projekt? Randy, ich sehe leider nicht so ganz gut, wo du hier gemacht hast. Deswegen gehe ich doch mal ans nächste Feld. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn ich jetzt hier. Ausreden, Johnny. Ist das alles anstrengend? Nee, ist echt so. Ich sehe es nicht. Ja, von oben halt, ne? Ich sehe es nicht. Ansgar 21, ich sehe es nicht. Ah, hier. Doch, ich glaube, ich stehe gerade genau auf der Naht hier quasi, ne? Ja, genau, du stehst direkt auf der Naht. Dann fahre ich versetzt zu dir. Alles klar. Jo, Chiptunes, Leute. Jetzt geht's ab hier. Und wer hat noch keine Chips noch einmal auf die Bahn? Du. Was? Jetzt Rummelspeicher werden. Oh! Gut, dass einer von uns beiden fahren kann. Danke. Werner, das, möchtest du mir irgendwas damit mit? Das ist jetzt schon, das kommt häufiger vor mit dir. Wie meinst du das jetzt? Naja, mir kam auch schon häufiger mal auf der Straße so ein Fahrzeug, so ein... Da kam mir sogar der Anhänger entgegengeflogen in der Kurve. Was? Ach so? Ja, ja. Das verstehe ich jetzt so nicht. Ach, ich habe Wasserfass gefunden. So, ich pack das mal hier vorne hin, damit wir den Radlader direkt hier dann wieder befüllen können, ne? Und nicht so weit fahren müssen. Andy, weißt du übrigens, wo man das Stroh fachgerecht ablagert? Stroh? Stroh, wir brauchen Stroh im Lager. Nee, nicht im Lager. Es wurde einmal exerziert mit einem kleinen Ausraster. Wir erinnern uns. Ach so, ja. Der Fragestellung aber keinen Sinn, wo man es fachgerecht ablagert. Doch. Das damals, Gemeinderade. Kleiner Hof und alles voll mit Stroh. War das klasse. Oh mein Gott. Dann kam noch der angesägte Baum. Das war die Krönung. da war es noch dabei, Garderoll. Da hast du, glaube ich, noch nicht zugeschaut. Dann hatten die zweimal wieder den Drang, ihren Namen zu tanzen. Und ja, da haben wir einfach mal so 100.000 Liter Stroh auf so einen Scheiß umgekippt und dann mit so einer scheiß Ballenpressmaschine. Das war auch was lustig. Und man kam auch nicht mehr weg da. Und dann kam noch so ein anderer Witzbold aus Österreich auf die Idee, so einen Baumbill anzusägen, gegen den ich dann gefahren bin und der lag dann auch noch quer. Das war also super. Damals, ja. Ach, übrigens, habt ihr das Feedback gelesen zu dem ETS-2-Ding? Hä?
Ja, das, was wir am Freitag aufgenommen hatten. Ach so, ja. Ja, wo ja größtenteils. War sehr lustig. Lustig. Waren ja. Die Leute auch so lustig. Ja. Ich hab zwar mich doch ein bisschen vertan, es gab noch einen Volvo, also hätten wir Volvo genommen, der hätte 310 PS gehabt. Iveco, Entschuldigung, ja. Glaube ich nicht. Iveco, der hätte 310 PS gehabt, aber ganz ehrlich, wenn ich mir Werner seine Situation da angeschaut habe, ich glaube, mit nochmal 70 PS weniger wäre er gar nicht vorangekommen. Das war so traurig. Ich geh mal auftanken, ich hab weil nichts mehr. Jo. Weil das wäre dann, glaube ich, auch zu krass gewesen, also zu low. Ja, ich glaube auch. Also, ich habe mir das auch angeschaut, die drei Keimer. Das war frech, wer? Das war große Frechheit. Frech? Ja. Ich habe mich schon ein bisschen geschämt, aber gut. Ja, absolut zu Recht. Naja, gut. Ah, ja. Warum geht hier kein Wasser rein? Fragen über Fragen. Was denn? Was soll mir das erklären? Was denn? Warum hier bei der beim Pellet Master kein Wasser reingeht? Wo bist du jetzt? Beim Pellet Master. Guck mal, irgendwie kann man zu dir hinspringen oder bist du irgendwo? Ja, Liebherr Radler da. Ein Liebherr Radler, ja. So, was ist denn dein Problem? So, wir haben hier ein Fass. Ja. Wir haben hier Wasser Problem, im Fass. Was ist dein Problem? Wir haben ein Gerät, was Wasser braucht. So. So, ich habe jetzt meine Deckel aufgemacht. Vielleicht hilft das, aber ich glaube nicht. Sehr gut. Eher zum Einfüllen. Ja. Was mach ich musst falsch? Du auffüllen, musst du auftanken. Hm? Warte mal, was braucht der? Was ist dein Problem? Komm her. Hier ist ein Bildschirm. Ja, ist. Wasser 2000. Nimmt er nicht, oder was? Nee, vielleicht versuch du mal. Vielleicht hast du ein Händchen dafür. Vielleicht geht das jetzt bei mir und bei dir nicht. Dann haben wir wenigstens mal einmal einen Ausgleich hier. Warte mal. Oder gibt's wieder diese. Der hat Abkippseiten, ne? Hast gesehen. Ja, versuch, wenn das was bringt. Seite. Und dann Restentleerung war das, ne? Oder war das? Die Restentleerung ist alles am Boden aus, ja. Alles schwer. Ja, warte mal. Aber da hatte ich doch auch schon, als ich die Tankstelle auffüllen wollte. Kannst du den Trigger hier einschalten? Wenn ich den Trigger einschalte, dann schaltet er bei mir beim Pad was um. Also den F5 oder was? Was interessant ist, hier kann man Wassertanks bauen. Hängt das damit zusammen? Ja, mach doch mal. Was kosten die? 10.000 haben wir nicht. Ja, Das liebe Geld. Wir ich brauchen mal die also, Garage. Das ist ja wir so. Ich habe den Wassertank da hinten. Hatte ich ja gekauft. Ach so. Haben wir da eventuell. Ja, warte mal. Ist da eventuell noch ein Pelletmaster drin? Ich geh mal gucken. Bleib ruhig da, beweg dich nicht. Ist alles gut, ich mach das schon. Okay. Mach den Arztcall, mach nix. Ah. Hallo. Was ist das denn? Das ist ja frech auch wieder. In der nächsten Staffel reden wir uns nochmal über Mobbing. Echt? Musst du dich aussprechen, oder was? Nein, ich finde schon, dass wir das jetzt mal lassen sollen. Der Ansager kann sich auch ohnehin nicht wehren und dann nee, muss man hier auch noch draufhauen. So. Kann mich nicht wehren. Ich bin hier der Leidtragende. Intellektuell ja auch nicht. Nee, auch wirklich unterirdisch. Als Gymnast und so. So, jetzt alle Klischees durch. Hat der uns hier einfach unsere Wassertanks geklaut? Ja, hat er gemacht. Hat er? Oh. Wo ist denn nicht Randy? Nee. Wir brauchen einen Investor. Ich vermisse ein bisschen Koordination. 1000 Euro pro Person. Hast du Wasserfässer mitgenommen? Nee, ne? Ich hab einen Düngerstreuer vorne dran. Ich wüsste nicht, was ich mit Wasser soll. Ich hab hier drei Wasserfässer hinten dran. Was soll ich denn mit Wasser? Ich trinke nur Bier. Die Notreserve hab ich zur Not auch noch. Da gibt's übrigens, ganz kurz, um das noch anzuschneiden, es gibt in Frankreich. Vittel oder so heißt das, glaube ich, ne? Mhm. Dieses Dorf, das hat Wasser, das ist so heilkräftemäßig und so sagen umwoben, keine Ahnung, was da dran ist oder nicht, aber man kennt ja die Marke. So, und da hat sich irgendwie Nestle gekrallt oder so. Ja, ja. Und jetzt muss der Bürgermeister von dem Dorf, obwohl die da Wassermengen haben, eigentlich für das Dorf auf jeden Fall ausreichend, muss jetzt Wassertanks holen aus benachbarten Dörfern, weil die da für die Bewohner jedenfalls kein Wasser mehr haben. Das ist schon ein starkes Stück, wa? Und in Frankreich, das ist jetzt nicht in Afrika oder so wo man das sonst erwarten würde. Hast du Ressentiments? Nein, aber da ist ja bekannt, dass Nestle da immer mal wütet, ne, mit solchen Sachen. Aber jetzt so in naher Umgebung, das ist schon eine andere Qualität nochmal. Ich habe die ganze Doku auch gesehen und das ist ja nicht alles, was da dieses Skandal war. Also das geht ja noch weiter, ne? Also da die Schafe...
Die Schafhirten, die da für Vitell arbeiten, die dürfen ihre Schafe auch nicht mit dem Wasser tränken. Das heißt, auch die müssen dann, wenn die Schafe tränken, irgendwie 3 Kilometer, 5 Kilometer weit fahren, um die Schafe zu tränken, die eigentlich dafür da sind, um den Boden zu naturiert zu halten, ne, damit die Minerale im Wasser bleiben und so Quatsch. Und wenn man sich dann überlegt, dass, also liebe Zuschauer draußen an den Empfangsgeräten und Entschuldigung, liebe Nestle und Mineralbrunnen und wie ihr alle heißt, also Mineralwasser zu kaufen ist das Dümmste, was man eigentlich machen kann. Sowohl ökologisch, also ne, liebe gesundheitsbewusste Öko-Tussi-Frauen mit noch nicht mal Lippenstift nehmen, aber im Supermarkt Wasser kaufen, schämt euch. Also das ist wirklich... Bringst du immer Leitungswasser? Immer Leitungswasser, ganz frisch. Oder ja, Milch oder halt irgendwelche Säfte halt. Ist auch scheiße eigentlich, ne? Aber also Mineralwasser ist das Bescheuerste, was man machen kann. Ja. Das muss man mal ganz klar so sagen. Ich wusste gar nicht, dass es eine Doku war. Ich habe das nur gelesen bei Spiegel oder so. Nee, es gab eine Doku darüber sogar. Ja, abgefüllt und abgepackt. Das ging extra so über Nestle. Gibt's bei Amazon Prime. Kannst du dir so angucken. Da ist ein Paket mit drin. Da geht's ums geschäftsgeborene Nestle in Afrika und auch in den USA. Ja, aber das kenne ich ja. Das ist ja, das ist jetzt was Neues. Das mit Frankreich halt. Ja, das habe ich auch nur gelesen. Ja. Das hatte ich auch mal gelesen. Also es gibt natürlich neben Nestle noch andere Lebensmittelkonzerne, die gewaltig Dreck am Stecken haben. Wir wollen jetzt nicht nur auf einmal rumhauen. Zum Ende noch Krise. Wir brauchen echt einen Investor. Ich habe jetzt meinen Düngerstreu halb voll. Nicht mal ganz voll, halb voll. Ja. Und das Geld ist leer. Ja, der Werner hat hier wieder irgendwas gekauft, ohne abzusprechen. Also mit mir ist einfach Finanzkrise. Der Hof ist bankrott. Das sind hier wieder so Selbstständigen, ne? Immer invest, invest, invest. Ja, wir müssen investieren, investieren, investieren. So, einfach mal Leser denken. Einfach mal zu sagen, dass es nicht mehr geht, weißt du? Das wäre das Bessere. Nicht noch andere mitreißen. Ich verkaufe jetzt einfach irgendwas. Was wisst ihr denn? Eskaliert Werner, das wäre auch was Neues. Ansgar, komm. Gib dir mal Mühe. Wir sind fertig. Vor allen Dingen, das sind nicht pleite, wir haben noch 305 Euro. Wieso haben wir zum Beispiel 2 Universal-Sattelauflieger? 2. Wieso? Weil die in der Menge billiger waren. Ach, Leute. Hallo. Also einer wird jetzt mal verkauft. Warum liegt hier eigentlich ein Gewicht und der LKW steht davor und keiner hat das Gewicht weg? Meine Freunde, wir sehen uns dann eventuell morgen wieder. Außer sie schlafen sich jetzt gegenseitig die Köpfe ein. Köpfe? Ich weiß, weil wir mal 2 Höfe hatten. Und so fort. Ja, trotz all den, Werner wollte die eigentlich schon mal verkauft haben, alle Sachen. Finger weg vom Telefon, wenn hier jemand Peter Zwickert holt, gibt's Ärger. Kann ich verkaufen? Und in dem Sinne, das Gewicht kannst du mal verkaufen, es liegt mit auf der Straße. Ja, das wäre eine gute Idee. Was nächste Woche hier alles so an Geräten fehlt. Wir können einfach jetzt nicht auf Stopp drücken. Alle Traktoren weg. Weil solange Ansgar jetzt den Finger da drüber hat, kann das noch gut werden. In dem Sinne, hallo, Nase, der Finger. Däumchen da lassen, wie gesagt, nicht vergessen, einfach im Hintergrund das Geplappel jetzt ignorieren. Euch noch einen schönen Tag, ein Like da lassen. Interessant ist, dass der in allen auch nur der leiseste ist. Und in dem Sinne, tschüss. Tschüss. Mein besonderer Dank an die tollen Unterstützer auf Tippi, deren Namen hier aufgelistet sind. Weitere Infos dazu findest du auf garda.link/tippeg. Wann die nächste Folge deines Lieblingsspieles kommt, siehst du im Sendeplan unter tv.garderol.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem anderen Programm und hier auf YouTube.